Schönen guten Abend am Ostermontag. Ich begrüße Sie zur ZIP2. Die Wirtschaftsforschungsinstitute müssen ihre Prognosen für 2024 erneut nach unten revidieren. Miese Stimmung und die schwächelnde Bauwirtschaft und Industrie bremsen die heimische Wirtschaft. Zu Gast ist der Direktor des IHS, Holger Bonin. Unter Druck, die Kritik an Israels Premier Netanyahu wird immer lauter. Wie lange kann er sich noch vor Neuwahlen retten? Offene Bücher, der ORF veröffentlicht, gesetzeskonform Topgehälter, der ORF und Branchenvertreter warnen vor einer Neiddebatte. Österreichs Wirtschaft kommt kaum vom Fleck. So sehen Wirtschaftsforscherinnen und Forscher das Jahr 2024. Die Nachwirkungen der hohen Inflation, der hohen Energiepreise und der hohen Zinsen hinterlassen ihre Spuren. Die beiden großen Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS sehen nach der Rezession im vergangenen Jahr für heuer lediglich ein Wachstum zwischen 0,2 und 0,5%. Die Aussichten für 2025 sind dann besser. Zum Vergleich, der Euroraum soll heuer um 0,9% wachsen. Industrievertreter warnen derzeit besonders laut und sehen den Wirtschaftsstandort Österreich im Abwärtstrend. In den Industriebetrieben ist die wirtschaftliche Lage derzeit besonders deutlich zu spüren. Die Warenproduktion geht zurück, es wird weniger exportiert, auch weil der mit Abstand wichtigste Handelspartner Deutschland ziemlich heftig schwächelt. Die wirtschaftliche Flaute lässt sich aber auch hier beobachten, am Bau. Die hohen Zinsen der Europäischen Zentralbank haben Kredite massiv verteuert. Zusätzlich hat die Inflation die Baukosten nach oben getrieben. Die logische Folge, es wird weniger gebaut. Die Regierung hat zwar ein Baupaket beschlossen, das alleine wird aber laut den meisten Expertinnen und Experten nicht reichen. In der industriellen Vereinigung hat man jedenfalls eine klare Vorstellung davon, was die österreichische Wirtschaft jetzt benötigt. Bei den kurzfristigen Maßnahmen sollte man ein Signal setzen, insbesondere durch die hohen Arbeitskosten, die wir mittlerweile haben, in Richtung Lohnnebenkostensenkung. Und es geht endlich darum, dass wir den bürokratischen Druck auf Unternehmen mildern. Hier ist Unglaubliches unterwegs, ein Bürokratie-Tsunami, der auf Unternehmen wirkt, und den muss man mildern. Zudem sollte energieintensiven Unternehmen wieder stärker unter die Arme gegriffen werden, so Neumeier. Etwas anders sehen das Gewerkschaft und Arbeiterkammer. Sie wollen zwar auch Investitionen, aber in anderen Bereichen. Hier wäre insbesondere die öffentliche Hand gefordert, vor allem auch Geld bereitzustellen für die Kommunen, in Klimainvestitionen zu investieren. Das kann da gut ankurbeln. Auch beim sozialen Wohnbau kann man ein bisschen mehr machen. Bleibt die Frage, wer all das bezahlen soll, denn auch Österreichs Staatsverschuldung bleibt auf relativ hohem Niveau. Derzeit liegt sie bei knapp 80% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Ein Hoffnungsschimmer ist der Konsum. Derzeit wird zwar viel gespart, wenn aber die hohen Lohnabschlüsse auf den Konten sichtbar werden und die Inflation nicht mehr so extrem hoch ist, könnte die Kauflaune wieder steigen. Das glauben jedenfalls viele Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher. Man müsse jetzt Optimismus verbreiten, sagen sie. Denn Wirtschaft ist eben immer auch Psychologie. Und vom Institut für höhere Studien begrüße ich jetzt Direktor Holger Bonin, der gerade in Mainz ist. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Bonin, wir haben gehört, auch der psychologische Effekt, der psychologische Faktor spielt in der Wirtschaft immer eine Rolle. Worauf führen Sie denn die schlechte Stimmung in der Wirtschaft derzeit zurück? Naja, es gibt Gründe für die schlechte Stimmung. Die Zinsen sind nach wie vor hoch. Die Inflation hat die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs reduziert. Insofern ist es nicht ganz einfach. Vielleicht orientiert man sich auch an den deutschen Unternehmen, wo die Stimmung und die Lage viel schlechter ist als in Österreich. Also es sind viele Faktoren, die da zusammenkommen. Wenn Sie die Lage ansprechen, IHS und WIFO mussten in den vergangenen Tagen ihre Prognosen für dieses Jahr etwas nach unten revidieren, was das Wachstum betrifft. Trifft diese Stimmung auch die tatsächliche Wirtschaftslage in Österreich? Ja, in einer gewissen Weise schon. Österreich leidet nach wie vor unter den hohen Energiepreisen. Es leidet unter der Wachstumsschwäche im Euroraum, natürlich auch unter der Wachstumsschwäche in Deutschland. Insofern ist es nicht nur Stimmung, es sind auch Fundamentaldaten, die wirklich die Investitionen zum Beispiel eben belasten. Und da muss man natürlich Rechnung tragen. Es ist eine Mischung aus schlechter Stimmung und Fundamentaldaten.
Deswegen wollen wir auch ein bisschen uns ansehen, was man denn gegen diese Stimmung und die Daten tun könnte. Was bräuchte es denn jetzt von politischer Seite, aber auch vielleicht von den Sozialpartnern, um diese Stimmung wieder ein bisschen aufzubessern? Ja, zunächst einmal keine Panik. Wir rechnen damit, dass in der zweiten Jahreshälfte die Wirtschaft in Österreich anspringt. Das IAS rechnet damit, dass der private Konsum sogar schon im jetzt gerade anlaufenden Quartal anspringt. Das heißt, die Wirtschaftsdaten sollten sehr bald nach oben gehen. Und insofern sollte man jetzt wirklich nur da, wo es besonders hart die Wirtschaft getroffen ist, das ist im Baugewerbe zum Beispiel, wirklich schnelle Maßnahmen ergreifen. Und ansonsten ein paar Signale setzen, die Vertrauen schaffen, dass es wieder bergauf gehen kann. Was wären solche Signale, die Vertrauen schöpfen? Nun ja, auf der Ebene der Unternehmen ist es sicherlich, das wurde im Bericht schon angesprochen, die Frage der Lohnnebenkosten, einen ersten Schritt in eine Absenkung der Lohnnebenkosten zu gehen, um die Betriebe von den doch sehr stark gestiegenen Lohnstückkosten ein wenig zu entlasten. Kann auch darüber nachdenken, dass man eben jetzt nicht Öl ins Feuer gießt und eine Diskussion führt, dass es nach der Wahl eine Vermögenssteuer geben könnte. Wir haben das Baupaket gesehen, das geht in eine richtige Richtung. Der Staat nimmt in bestimmtem begrenztem Maß Geld in die Hand, um die Bauwirtschaft anzukurbeln, arbeitet aber auch sehr stark mit Anreizen, mit steuerlichen Anreizen, die dazu gedacht sind, Investitionen vorzuziehen. Und sollte die Wirtschaft in der Breite, nicht nur in der Bauwirtschaft, längerfristig auch in der zweiten Jahreshälfte nicht in Gänge kommen, dann wären solche Steueranreize für Investitionen sicherlich zu überlegen. Aber man sollte, wie gesagt, vorsichtig vorgehen und erstmal nicht Panik verbreiten, indem man jetzt ganz, ganz große Programme auflegt. Dröseln wir da diese Punkte etwas auf. Sie haben ganz zu Beginn gesagt, die Senkung der Lohnnebenkosten. Auch das wird von einigen Expertinnen und Experten immer wieder ins Treffen geführt. Aber wie soll das auch finanziert werden? Würde das dann bedeuten, dass Sozialleistungen gekürzt werden? Naja, das sollte man zunächst einmal darüber finanzieren, dass man über die Reserven im Haushalt nachdenkt. Das Budgetdefizit ist besorgniserregend hoch. Wenn wir jetzt da zu viel zusätzliches Geld in die Hand nehmen, dann laufen wir Gefahr, die Maastricht-Kriterien, das 3%-Ziel zu reißen. Das sollte man auf keinen Fall tun. Es sind aber sicherlich noch Reserven im Haushalt. Man muss zum Beispiel umweltschädliche Subventionen auf den Prüfstand stellen, wenn es nicht ausreicht. Sollte man das gegenfinanzieren und man sollte schrittweise vorgehen. Man wird jetzt nicht den ganz großen Schritt wagen können. Man wird nur ganz langsam ein erstes Signal senden können und dann wird man auch beobachten können, ob denn mit einer leichten Absenkung der Lohnnebenkosten überhaupt das, was man sich davon verspricht, nämlich dass die Arbeitsnachfrage ansteigt, dass die Lohnnebenkosten sinken und dass die Arbeitskosten sinken, ob das wirklich auch eintritt. Da sollte man sehr vorsichtig und schrittweise vorgehen. Also ein erster kleiner Schritt, ein halbes Prozentpunkt vielleicht und dann in der nächsten Legislatur dann sich weiter vorwagen, wenn das denn ein richtiger und wirksamer Schritt ist. Was Sie vorher auch ins Treffen geführt haben, war die Diskussion über mögliche Vermögensteuern. Das war nämlich an die SPÖ gerichtet. Jetzt geht aber, wir wissen es, SPÖ-Parteichef Andreas Babler mit diesem Versprechen, mit dieser ganz klaren Forderung auch in den Wahlkampf, um andere wirtschaftliche Aspekte setzen zu können und hier auch konkrete Projekte umzustellen. Was richten Sie der SPÖ hiermit aus? Naja, man sollte auf jeden Fall in der aktuellen Lage nicht die Wirtschaft stark verunsichern. Eine Vermögensteuer ist eine Substanzsteuer, die die kleinen und mittleren Unternehmen sehr stark belasten kann. Und das führt zumindest im Moment möglicherweise zu einer Verunsicherung, die eben nicht gerade den Investitionen förderlich die wir dringend benötigen würden, um aus der aktuellen wirtschaftlichen Krise schneller herauszukommen. Insofern damit vorsichtig sein. Und wenn man über eine Veränderung bei der Besteuerung nachdenkt, dann sollte man das nicht tun, um zusätzliche Einnahmen für zusätzliche Projekte herauszubekommen, sondern um eine wirklich effizienzorientierte Steuerreform anzugehen. Da geht es dann darum, eben den Faktor Arbeit, der im internationalen Vergleich in Österreich sehr stark belastet ist, effektiv zu entlasten. Und deshalb kann man das nicht einfach als eine Steuerreform, man muss eine Steuerreform aus einem Guss machen und man sollte eben nicht nur einseitig über Steuererhöhungen nachdenken.
Die Inflationsrate in Deutschland bei unserem Nachbarn ist im März Ökonomen zufolge auf dem niedrigsten Stand seit 3 Jahren auf 2,2 bzw. 2,4%, je nach Berechnungsart, und könnte im Frühling sogar noch unter diese 2%-Grenze fallen. Frankreich derzeit 2,4%, Italien 1,3%, Österreich lag im Februar bei 4,3%. Wieso kommt der Österreich derzeit nicht weiter hinunter, beziehungsweise wann ist es denn soweit? Ja, wir werden weiter nach unten gehen im Laufe des Jahres. Das IAS rechnet für dieses Jahr mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 3,5%. Im nächsten Jahr nähern wir uns dann der 2% an. Aber befriedigend ist es nicht. Das Inflationsdifferenzial zum Euroraum bleibt erhalten. Das ist im Wesentlichen ein Effekt der sehr starken Indexierungen, die wir in Österreich haben, die es in anderen Ländern so nicht gibt. Zum Beispiel bei den Mieten. Auch die Löhne sind ja über die Benja-Formel an die Verbraucherpreisinflation mehr oder minder gekoppelt. Und dementsprechend kommt die Inflation in Österreich langsamer runter. Die gute Nachricht ist, dass die Löhne eben auch sehr stark gestiegen sind und deshalb die Realeinkommen jetzt in diesem Jahr sehr deutlich steigen werden. Also die Verbraucherinnen und Verbraucher in Österreich werden merken, dass sie sich von ihrem Geld, was sie verdienen, wieder mehr kaufen können. Und das ist ja ein wesentlicher Grund, warum wir auch an einen durch den privaten Konsum getriebenen Aufschwung schon an, der in diesem Quartal beginnt, glauben. Also das ist die Gegenseite davon, dass wir einerseits die Österreicher und Österreicherinnen sehr gut inflationsgesichert sind. Andererseits ist es eben auch ein Wettbewerbsnachteil, weil die Lohnkosten damit auch stärker steigen als in anderen europäischen Ländern. Sie sagen, die Menschen in Österreich werden wieder mehr im Geldbörsel bzw. am Konto sozusagen haben. Aber derzeit scheint man doch, wenn man sich so umhört, kaum den Eindruck zu haben, dass es bei den Menschen auch schon angekommen ist. Warum also dann diese Diskrepanz? Auf der einen Seite gestiegene Löhne, auf der anderen Seite macht vielen Menschen die Inflation und die hohen Preise noch immer zu schaffen. Sind die Menschen durch die Inflation ärmer geworden? Sie sind durch die Inflation ärmer geworden. Das ist so. Und es dauert eine Weile, bis man eben versteht, dass man sich, was eine Realeinkommensteigerung bedeutet, bis man einschätzen kann, was denn das Geld, was da monatlich auf dem Konto landet, wirklich wert ist. Und man muss, glaube ich, auch einen psychologischen Effekt sehen. Die Preise, selbst wenn die Inflation jetzt wieder auf 2% geht oder wenn sie sogar ganz verschwinden würde, die Preise bleiben höher als vor dem Inflationsschock. Und viele Menschen brauchen eine Weile, sich daran zu adjustieren, dass das Brot jetzt eben viel mehr kostet als vielleicht noch vor 2 Jahren. Und bis sie merken, dass sie zwar eben das Brot auch teurer ist, aber dass sie gleichzeitig eben auch ein höheres Einkommen verfügbar haben. Das dauert eine Weile, bis man sich da anpasst. Auch das ist Psychologie. Eine abschließende Frage. Wir stehen vor einem beginnenden Wahlkampf. Sehen Sie die Gefahr von teuren Wahlzuckern? Ja, die Gefahr gibt es immer. Bis jetzt hat sich die Regierung relativ zurückgehalten. Man hat ein begrenztes Paket gemacht, um den Bausektor zu stabilisieren, was viele Ökonomen, inklusive meiner Person, auch gefordert und haben und für richtig halten, weil der Bausektor ansonsten eben eine schwere Krise gehabt hätte. Und wir brauchen den Bausektor, um die weitere Transformation und die Energiewende zu schaffen. Aber ansonsten kann man der Regierung eigentlich nur ins Stammbuch schreiben, auch wenn die Forderungen vielleicht danach groß sind, verzichtet bitte auf teure Wahlzuckern. Ihr könnt es euch nicht leisten. Die Demografie, die wird in den nächsten Jahren sehr stark zuschlagen. Und da müssen wir jeden Euro in Österreich zusammenhalten. Und wir können es nicht leisten, dass die Budgets aus dem Ruder laufen. Sagt IHS-Direktor Holger Bonin in einem Interview, das wir aus Termingründen am Abend aufgezeichnet haben. Nach dem Terrormassaker der Hamas am 7. Oktober und dem Beginn des Gazakriegs hat sich Israels Führung um innenpolitische Ruhe bemüht. Doch es rumort. Interne Streitigkeiten hatte Israels Premier Netanyahu monatelang versucht zu verhindern. Doch zuletzt ist ihm das immer weniger gelungen. Die Protestbewegung und nun auch die Angehörigen der israelischen Geiseln in Gaza kritisieren Netanyahu und seine Amtsführung derzeit massiv, wie Nikolaus Wildner berichtet. Zelte vor der Knesset, dem israelischen Parlament. Bis zur Frühlingspause des Parlaments am 7. April wollen sie hier bleiben. Ihre Forderung, sofortige Neuwahlen, trotz des laufenden Kriegs in Gaza. Elections as soon as possible. Wahlen, so schnell wie möglich. Wir können nicht mehr. Wir müssen Netanyahu wirklich loswerden. Seit Samstag Teil der Anti-Netanyahu-Protestbewegung. Eine Gruppe von Angehörigen der Geiseln in Gaza.
Nach 176 Tagen hast du es nicht geschafft, einen Deal zur Freilassung der Geiseln zu erreichen. Weil du ständig die Verhandlungen sabotierst, ist klar, du bist das Hindernis auf dem Weg zu einem Abkommen. Kritiker werfen Netanyahu vor, sich durch politische Manöver im Sessel des Regierungschefs halten zu wollen und bereit zu sein, dafür die Geiseln in Gaza, den Ruf und die Zukunft Israels zu opfern. Zahlreiche Beobachter des Geschehens in Israel empfinden Netanyahus Vorgehen als zunehmend chaotisch. Während im Inneren die Spannungen steigen, geht der Krieg in Gaza weiter. In der Früh meldet die Armee den Abzug aus dem Al-Shifa-Spital in Gazastadt nach einer zweiwöchigen Militäroperation. Israel meldet 500 Verhaftete und 200 getötete Terroristen der Hamas und des Islamischen Dschihad. Militärisch aus israelischer Sicht ein großer Einzelerfolg. Zurück bleibt das zerstörte Spitalsgelände. Nicht nur international, auch in Israel gibt es zunehmend Kritik an Netanyahus Kriegsführung. Auch hier lautet der Vorwurf, Netanyahu ziehe den Krieg aus politischen Überlegungen in die Länge. An anderer Stelle ist für Netanyahu die Zeit zu schnell vergangen. Ihm ist nicht rechtzeitig gelungen, die Befreiung ultraorthodoxer Männer vom Armeedienst gesetzlich zu verlängern. Bisher konnte sich Netanyahu dadurch der Regierungsbeteiligung der ultraorthodoxen Parteien sicher sein. Noch ist unklar, wie der Staat die Rekrutierung der Ultraorthodoxen umsetzen will. Trotz allem lehnt Netanyahu Neuwahlen weiter ab. Neuwahlen jetzt mitten im Krieg, kurz vor dem Sieg, würden Israel 6 bis 8 Monate lang lähmen. Es würde die Geiselverhandlungen lähmen und den Krieg beenden, ohne dass wir unsere Ziele erreichen. Als Erste würde die Hamas das begrüßen. Netanyahus gewohnte Erklärungen. Immer mehr Israelis fehlt dafür mittlerweile die Geduld. Pakistan will in den kommenden Wochen rund 1 Million Geflüchtete abschieben, zurück ins von den Taliban kontrollierte Afghanistan. Auch Afghanen und Afghaninnen, die im Besitz einer von der pakistanischen Regierung ausgestellten Bürgerkarte sind, werden aufgefordert, das Land zunächst freiwillig zu verlassen. Die Regierung in Islamabad nennt die Wochen ab dem 15. April die zweite Phase, um mehr als 3 Millionen Afghanen aus Pakistan zu vertreiben, berichtet Rosa Leyon aus Islamabad. An den Stadtgrenzen, da wo es keine offiziellen Adressen gibt, leben Afghaninnen und Afghanen in Pakistan. Sie leben nicht gut, aber viele sind schon seit Generationen hier, seit 45 Jahren, als die damalige Sowjetunion Afghanistan überfallen hat. Atayullah, hier geboren und aufgewachsen, war noch nie in Afghanistan. Das Problem ist, dass unsere Kinder öffentliche Schulen nicht besuchen dürfen und wir uns keine Privatschulen leisten können. Einige Kinder müssen Müll sammeln und anderer Arbeit nachgehen, andere vertreiben sich die Zeit. Auch Ishan Ullah ist vor 2 Jahren mit seinen Töchtern und seiner Frau in Pakistan gestrandet. Er war für eine NGO in Afghanistan tätig, die sich für Frauenrechte einsetzte und musste vor den Taliban flüchten. Er ist registriert als Flüchtling, hat gültige Papiere, doch das nütze kaum, sagt er. Jedes Mal, wenn wir einen Checkpoint passieren müssen oder in ein Restaurant gehen, werden wir kontrolliert. Und sobald sie merken, dass wir aus Afghanistan sind, belästigen, bedrohen, schlagen sie uns. Wir haben niemanden, an den wir uns wenden können. Rund 2 Millionen Menschen wurden bereits zurück nach Afghanistan geschickt, wo Mädchen Bildung verboten wird, wo Frauen kaum noch Rechte haben, da die Taliban wieder herrschen. Ishan fürchtet, dass es bei ihm und seiner Familie auch bald soweit ist. They have beaten me. We have second North Korea. This is Afghanistan is the second North Korea right now. Sie haben mich geschlagen. Es ist jetzt wie ein zweites Nordkorea. In Nordkorea ist es sogar besser. Immerhin haben sie Rechte. In Afghanistan gelten keine Rechte mehr. Da kommt jemand und schlägt dich mit einer Waffe. Und du kannst nicht einmal fragen, warum. Sie haben die Einstellung, wir haben die USA besiegt und die NATO. Wer soll uns stoppen? So hart das Leben am Rande der pakistanischen Gesellschaft ist, es ist besser als in Afghanistan. Vor allem für jene, denen bisher Kontakt mit den Taliban erspart geblieben ist.
Das neue ORF-Gesetz bringt einige Neuerungen. Unter anderem verpflichtet es den ORF, einen sogenannten Transparenzbericht vorzulegen. Dieser Vorgabe ist der ORF gestern nachgekommen und hat den Bericht an das Bundeskanzleramt übermittelt. Darin enthalten sind neben Informationen über Reichweiten, Werbeeinnahmen und Ausgaben auch eine Auflistung über die Gehälter im ORF. Der Fokus der politischen Aufmerksamkeit richtet sich heute allerdings auf die Gehälter von 62 der insgesamt 3.425 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ORF. Basis ist das neue ORF-Gesetz, beschlossen im April des Vorjahres. Darin vorgesehen eine Haushaltsabgabe, niedriger als die frühere GIS-Gebühr. Aber etwa auch Beschränkungen für die sogenannte blaue Seite, also ORF.at. Und die Offenlegung von Bruttogehältern ab 170.000 Euro plus Nebenbeschäftigungen. Die Liste, die der ORF nun dem Kanzleramt übermittelt hat, umfasst 62 Spitzenverdiener, darunter als Top 3 Ö3-Moderator Robert Kratki. Er kommt auf rund 444.000 Euro brutto im Jahr plus 8.500 Euro monatlich als Nebenverdienst. Gefolgt von Pius Strobel, Hauptabteilungsleiter Corporate Social Responsibility und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit jeweils knapp 426.000 Euro Jahresgehalt brutto. Dahinter finden sich unter anderem die ORF-Direktorinnen und Direktoren und auf Platz 11 der stellvertretende Chefredakteur und ZIP2-Moderator Armin Wolf. Er kommt auf knapp 253.000 Euro Jahresgehalt brutto plus Nebeneinkünfte. Medienministerin Raab von der ÖVP erklärt auf ZIP2-Anfrage schriftlich, solche Verträge müssten der Vergangenheit angehören. Zitat: Dafür ist ein nachvollziehbares Gehaltsschema die Voraussetzung. In erster Linie ist dies einmal Aufgabe des ORF selbst. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker nennt die veröffentlichten Gagen wörtlich geradezu obszön. Generaldirektor Weißmann sieht die Pflicht zur namentlichen Veröffentlichung kritisch, da es solche Transparenzregeln derzeit für keine andere öffentliche Institution gibt. Er betont, dass der Anteil jener Kolleginnen und Kollegen, die über der gesetzlich genannten Bruttogehaltsschwelle von 170.000 Euro pro Jahr liegen, lediglich rund 1,3% der gesamten Belegschaft im Konzern ausmachen. Auch die Generalsekretärin des Presseclubs Concordia sagte bereits, sie befürchte angesichts der Gehaltsliste eine Neiddebatte an den entscheidenden Themen vorbei. Ich halte das für eine populistische Showpolitik, hier einzelne Leute sozusagen vor den Vorhang zu holen mit der Frage, was sie verdienen, anstatt dafür Sorge zu tragen, dass insgesamt Transparenz herrscht, wie werden Budgets, wie werden Gebühren etc. eingesetzt. Der ORF hat sich außerdem einen neuen Ethikkodex gegeben. Dieser enthält genauere Regeln, etwa für Nebenbeschäftigungen und den Auftritt auf Social Media. Jetzt noch der Blick auf weitere Meldungen vom Tag. Die Opposition ging bei den Bürgermeisterwahlen in der Türkei als stärkste Kraft hervor und verteidigte mit Ekrem İmamoğlu den Bürgermeisterposten in Istanbul. Die islamisch-konservative AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan wurde erstmals seit ihrer Gründung zweitstärkste Kraft. Bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf die iranische Botschaft in Damaskus wurde ein hochrangiger General der iranischen Revolutionsgarden getötet. Syrische Medien sprechen von insgesamt 8 Toten. Teheran behält sich Vergeltung vor. Aus Israel gibt es noch keine Stellungnahme. Hinter dem mysteriösen Havanna-Syndrom wie Kopfschmerzen, Übelkeit und Schwindel könnten laut Medienberichten russische Geheimdienstler stehen. Sie sollen US-Diplomaten mit elektromagnetischen oder akustischen Waffen attackiert haben. Der Kreml spricht von haltlosen Vorwürfen. Über den ehemaligen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes Egisto Ott wurde wegen Spionageverdachts Untersuchungshaft verhängt. Er soll Daten an Russland weitergegeben haben. Bundeskanzler Nehammer hat in dieser Causa jetzt den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. In Polen wurden bei starkem Sturm 5 Menschen durch umstürzende Bäume getötet, darunter 2 Kinder im Alter von 6 und 9 Jahren. Auch in Teilen Kärntens, der Steiermark und Salzburgs kam es infolge heftigen Föhnsturms zu Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume. In der Steiermark waren zwischendurch 4.000 Haushalte ohne Strom.
Und in der Oststeiermark hat der Sturm wohl, wie gerade bekannt wurde, zu einem tragischen Verkehrsunfall geführt. Bei Ilz ist ein Ehepaar während der Fahrt in einem Auto von einem umfallenden Baum erschlagen worden. Und nicht nur besonders starker Wind, sondern auch besonders hohe Temperaturen hat es heute gegeben. Hier sind die weiteren Aussichten. Der Föhnsturm hat heute in der Osthälfte hohe Temperaturen gebracht. An über 50 Stationen gab es einen Sommertag mit 25 Grad oder mehr. Allerdings hatte der Wind auch Sahara-Staub im Gepäck. Mit einer Kaltfront hat sich das Wetter nun umgestellt. Kräftiger, teils stürmischer Westwind bringt morgen einen Mix aus Sonne, Wolken und Schauern. Die meisten Schauer gibt es im Süden, auch Gewitter sind möglich. Dazu ist es überall kühler als zuletzt. Die Höchstwerte morgen liegen zwischen 12 und 18 Grad. Im Namen des gesamten Teams, das heute für Sie im Einsatz war, wünsche ich Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.